Sommerfest im Dienstleistungszentrum Horster Mitte in Gelsenkirchen. Hier ist auch die Bundesgeschäftsstelle der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands, MLPD, untergebracht. Die Partei feiert 2007 ihren 25. Geburtstag. Die Arbeiterpartei, die eine revolutionäre Veränderung des Kapitalismus erreichen will, ist stolz auf ihr Jubiläum. Ihr Ziel ist eine sozialistische Gesellschaft und sie ist überzeugt, dass die Menschen sie sich erkämpfen werden. Idealisten? Das sicher auch, aber sie stehen fest auf dem Boden der gesellschaftlichen Realität. Und handfeste Gründe, nach einer Alternative zu suchen, gibt es mehr als genug. Sonja Abs aus Gelsenkirchen hat nach einer gesucht und sie schließlich gefunden. Die alleinerziehende Mutter von 4 Kindern stammt von Rügen und hat in 47 Jahren schon viel erlebt. Politisch engagiert hat sie sich aber erst hier im Westen. Der letzte Anstoß ist gewesen die Bundestagswahl in Gelsenkirchen. Und zwar waren da Kundgebungen auf dem Bahnhofsvorplatz. Ich war so beeindruckt davon, weil es aus Sicht der Arbeiter mal dargelegt wurde. Und da habe ich mir gedacht, das ist die einzige Partei, die was bewegt, wo ich selber auch was bewegen kann. Habe dann einen Antrag gestellt und bin nach kurzer Probezeit auch aufgenommen worden. Sonja ist zum Spiel ohne Grenzen gekommen, um ihre Mannschaft anzufeuern. Dass die Jugend in dieser Gesellschaft keine Zukunft hat, ist für sie eine besondere Herausforderung. Also wir müssen den Kindern beibringen, dass sie gebraucht werden, dass sie wichtig sind, dass sie sich zusammenschließen müssen. Dass dieser Alleingang, jetzt kämpfen, studieren, immer weiter nach oben, immer Geld verdienen, dass es eben der falsche Weg ist. Nur im Kollektiv, nur dann können sie was werden, nur wenn sie sich organisieren. Jörg Hoffmann aus Stuttgart ist aktiv im Rebell, dem Jugendverband der MLPD. Neue Rebellen und Mitglieder für die Kinderorganisation Rotfüchse zu gewinnen, sie in der gemeinsamen Arbeit zu fördern und zu fordern, darauf kommt es ihm an. Also ich finde die Jugendarbeit sehr wichtig, dass die Jugendlichen nicht verwöhnt werden, dass sie sich selbstverständlich das Denken lernen, dass sie ausgebildet werden dazu, dass sie auch dazu befähigt, dass sie selbst aktiv werden und sich auch selbstständig einsetzen können. In den Medien wird ja oft vermittelt, du musst dich in den Mittelpunkt stellen, du musst hübsch aussehen und dich nur selber sehen. Und ich finde, das ist wichtig, dass man auch lernt, seinen Beitrag auch zu bringen, auch selbstständig zu handeln und auch wirklich sich als Teil dieser Gemeinschaft auch sehen kann. Der Nelkenverkauf der Rotfüchse wird ausgewertet und dabei gibt es einiges zu tun. Deutsche und ausländische Kinder lernen hier gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. Gegenseitiger Respekt ist dabei notwendig. Die Erziehung zum antifaschistischen Bewusstsein ist für Jörg aber ebenso wichtig. Die Faschisten versuchen ja auch die Jugendlichen gerade zu spalten, gerade in den neuen Bundesländern ist es so, dass sie da sehr oft auch diese Spaltung betreiben. Und ich finde es sehr wichtig, dass man dagegen vorgeht, weil schließlich müssen wir auch zusammenkämpfen, auch mit den ausländischen Kollegen und Kindern auch zusammenzukämpfen. Und das muss man auch schon von Anfang an auch vermitteln, dass wir uns da nicht spalten lassen. Nicht nur bei der Bergarbeiterrallye für Kinder setzt sich Michael May ein. Er hat jahrelang als Ingenieur im Bergbau gearbeitet. Nun sorgte er wochenlang für Schlagzeilen, weil er sein Millionenerbe an die MLPD spendete. Für ihn nur konsequent. Ich kenne die MLPD schon sehr lange. Im Bergarbeiterstreik 1997 haben meine Kollegen und ich ja aktiv mitgemacht. Und da haben wir festgestellt, dass die MLPD umfangreiche Erfahrungen hat, wie man solche Kämpfe führt, welche Forderungen man stellt, wie man Erfolge erzielt. Deswegen finde ich, dass das zukunftsträchtig ist. Deswegen habe ich mein Geld für die MLPD gespendet und habe auch das Vertrauen, dass das in dem Sinne angelegt wird und nicht in irgendeiner Weise missbraucht wird. Sein Entschluss, über 2 Millionen Euro selbstlos zu spenden, wurde auch in den Medien respektvoll aufgenommen. Für Michael May sind die bürgerlichen Spitzenpolitiker von den Konzernen gesponsert und setzen deren Politik um. Die MLPD ist finanziell unabhängig und legt über die Verwendung jedes Euros Rechenschaft ab. Michael May will eine Politik für die Arbeiter, für die, die allen Reichtum schaffen. Von diesem zunehmenden gesellschaftlichen Reichtum kommt bei der Masse der Bevölkerung immer weniger an. Und deswegen finde ich es richtig, den Kampf für einen echten Sozialismus zu unterstützen, wo dieser Reichtum wirklich der Masse der Bevölkerung zugutekommt. Insofern ist eine Spende für die MLPD, die sich für ein solches Gesellschaftssystem einsetzt, eine echte Zukunftsinvestition. Martin Kasprig ist Rentner.
ein Parteiurgestein mit ungewöhnlichem Hobby, das für ihn, der nicht mehr reisen kann, eine Verbindung zum weltweiten Kampf der Völker ist. In der Studentenbewegung der 60er Jahre wurde er in Tübingen aktiv, zog aber andere Schlüsse als viele Kommilitonen, die später Karriere bei der SPD oder den Grünen machten. Wir haben da auch tatsächlich ganz neue Erfahrungen gesammelt und festgestellt, es gibt ein Leben für der Masse der Bevölkerung, das wir als Studenten ja überhaupt noch gar nicht erahnt haben. Aber von diesen Menschen hängt das ganze Leben ab. Und die ist und war damals und ist auch heute noch die Arbeiterklasse.